Ich begrüße Sie wieder zu meiner Teezeit mit Büchern. Erst einmal ein Schluck Tee natürlich. Ja, Tee. Tee war 1951 noch etwas Rares. Der Krieg 6 Jahre vorbei, Deutschland noch hart gezeichnet vom Krieg von den Nachkriegsjahren und natürlich auch von all den sozialen Umbrüchen jener Zeit. In das Jahr 1951 entführt uns Eva Völlers Buch, der erste Teil einer Reihe über das Ruhrgebiet und der Menschen, die dort in den Jahren nach dem Krieg sich eine neue Existenz aufgebaut haben. In diesem Buch, Ein Traum vom Glück, geht es um Katharina. Sie ist eine junge Frau aus Berlin, die mit ihren beiden Töchtern nach Essen geflüchtet ist. Sie hat in Berlin furchtbare Dinge hinter sich gebracht und sie hofft nun, in Essen ein ruhigeres Leben zu führen. Sie lebt bei ihrer Schwiegermutter, die nach wie vor hofft, dass ihr eigener Sohn Karl aus dem Krieg zurückkehrt und auch Katharina hofft, dass ihr Mann eines Tages wieder auftaucht. Aber die Jahre vergehen, Katharina hat die Hoffnung fast aufgegeben, aber nicht ihre Träume. Sie möchte gerne Modeschneiderin werden und wie gesagt baut sich ihre Existenz auf gegen alle Schwierigkeiten jener Zeit mit 2 Kindern, 15 Jahre und erst 10 Jahre alt, also 2 junge Kinder noch. Eines Tages kommt ein Mann in ihr Leben, Johannes, Ex-Kriegsheimkehrer und der Neffe ihres verschollenen Mannes Karl. Zwischen den beiden entspinnt sich eine Affäre, eine Liebe, die immer tiefer wird. Johannes ist 8 Jahre jünger als Katharina, das stört sie am Anfang, ihn stört es nicht, aber was bedeutet das schon, wenn man sich liebt? Allerdings hat Katharina auch einen Liebhaber, einen erfolgreichen Arzt namens Clemens, der sich aber nicht von seiner Frau trennen will. Katharina steht also zwischen mehreren Männern, denn die Frage ist auch immer noch, kommt Karl eines Tages zurück? Es ist ein dramatisches Buch, ein spannendes Buch, voller Liebe, voller Unglücke, voller Glücksmomente auch, wunderbar geschildert und vor allem lernt man dieses Essen aus dem Jahr 1951 sehr genau kennen und man kann mitleiden und miterleben, wie die Menschen damals mit ihren Problemen fertig wurden oder für ihre Hoffnungen kämpften. Das Buch hat ein offenes Ende, denn es soll ja weitergehen und wir werden mit Spannung drauf gucken, was wird weiter mit diesen Menschen in Essen geschehen nach 1951, als viele Kriegsheimkehrer zurückgekehrt sind und die Geschichte geht ja weiter. Tee spielt in einem anderen Buch eine sicher große Rolle, denn Das Leben ist eine Reise von Hannah Miller, spielt zum großen Teil in Cornwall, in St. Ives. Und man weiß ja, die Engländer trinken ihren Tee allzu gerne. Es ist ein schönes Buch, das eine große Geschichte erzählt. Eine junge Frau namens Aimée, die eigentlich in einem Wohnwagen aufgewachsen ist, mit einer Mutter, die dem Alkohol sehr zugetan ist, beschließt eines Tages zusammen mit ihrem kleinen Sohn Len, ihr Leben völlig zu ändern. Sie ist tief enttäuscht von ihrem Lebensgefährten, einem sehr erfolgreichen Architekten, der sie aber bitterlich im Stich lässt, als es drauf ankommt und sie eigentlich behandelt wie den letzten Menschen. Er traut ihr nichts zu und sie ist eigentlich eine begabte Möbelrestauratorin. Da beschließt sie, nach England zu gehen, St. Ives, wo eine mütterliche Freundin herkommt, die leider inzwischen gestorben ist, Barbara. Und in St. Ives begegnet sie einem Mann wieder, den sie einst sehr geliebt hat, aber die beiden waren noch sehr jung und sie ist ihm nicht nach England gefolgt, als er dorthin ging. Sie war 18 Jahre alt und hat sich in ihrem Leben etwas anderes vorstellen können. Nun auf einmal ist sie wieder in England, ihm begegnet. Auf einmal kommt die ganze Vergangenheit zurück und damit auch sehr viel Vergangenheit, denn die Geschichte ihrer Mutter, ihrer Familie und auch ihr eigenes Schicksal wird hier aufgerollt. Ein unterhaltsames Buch mit viel Liebe, auch viel Unglück, auch viel Tragik, aber ein Buch, das man gerne bei einer Tasse Tee trinkt, weil man ahnt, es wird wohl ein halbwegs glückliches Ende haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, vielleicht auch mit einer Tasse Tee.